Hallöchen, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hydronia. So, ich nehme jetzt erstmal einen Schluck aus meiner Kong Strong Energy Dose. Oh, ah, okay, Kokosblaubeere. Oh. Das schmeckt gewöhnungsbedürftig, aber naja. Kong Strong aus dem Lidl. Ist jetzt hier keine Werbung. Ist auch keine Markennennung, glaube ich. Keine Ahnung, ist egal. Ja, Energy Drink Kokos Blaubeere. Ohne Zucker. Und dieses komische Süßstoffgeschmack, der wird ganz gut überdeckt von Kokos Blaubeere. So. Ihr hört schon im Hintergrund. Ich habe ich noch Laufgeräusche? Ja, ich dachte gerade, ich habe keine Laufgeräusche mehr, denn ich habe hier die Musik rausgenommen und meine eigene Playlist von YouTube-Musik, YouTube-Ambient-Musik, die sich Creator kostenlos runterladen dürfen, die keinerlei Rechte unterliegt. Ja, dürfen wir nicht benutzen und das habe ich wieder mal in Anspruch genommen. Geht die Sonne auf oder unter? Ich weiß es nicht. Ja, denn ich habe wegen eines Plattenspielers bei The Endless White wieder ein Urheberrechts... wie nennt sich das? Ist kein Strike, also es passiert nichts, aber ein Urheberrechtsanspruch, so heißt's. Und das heißt, der Urheber dieser Musik, in dem Fall eines klassischen Liedes, das in einem Plattenspieler läuft, bei The Endless White. Ja, der kriegt jetzt meine Einnahmen, wenn ich irgendwann mal welche generieren sollte. Naja, ist mir egal. Ist nicht so schlimm. Ist ein bisschen, ja, komisch manchmal, nur wegen einer Sekunde, die da aus dem Plattenspieler dudelt. Aber naja, so ist es halt. Ich möchte mich nicht beschweren, wenn es mein Lied wäre, dann würde ich auch sagen, hey, da musst du aber für zahlen, ja, das geht ja so nicht. Naja, Janu, wird das hier dunkel oder hell? Ich glaube, das wird glaube ich, dunkel. Kann mir eigentlich aber auch egal sein, oder? Denn, was haben wir denn? Wie viel haben wir denn hier? Ein bisschen Gold, da haben wir ein bisschen Eisen. Ja, komm. Wir graben nochmal eine Runde. Oder soll ich schlafen? Ach komm, ich schlafe. Höp. Höp. Ah. Wir könnten auch mal so ein neues Bett kaufen, so ein ganz tolles neues Bett. Ich weiß nicht, was es bringt. Schlafen wir da besser? Schlafen wir ruhiger, schneller? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Hier brauche ich noch mehr Beton. Da muss ich dran denken, wenn ich das nächste Mal Beton kaufen gehe. Nein. Das war blöd. So. Ich muss da eben ganz kurz mit dem Hammer hin. Den ich mit der Maustaste hole und nicht mit E. Merke. Ach nein, das geht doch bei dem Ding nicht. Mist. Ja, stimmt. Ganz vergessen. Naja, egal. So. Schaufel. Und dann... Ich komme da schon noch wieder raus, oder? Also, wir können hier noch ein bisschen... weggraben. So. Habe ich beide voll? Nee. Und dann sollte ich mal schauen, dass ich wieder hochkomme. So. Lalalala. Ach ja, schöne Ambient. Oh, da ist noch was. Hier fliegt noch was. Schöne Ambient-Musik. Also, hier können wir uns wunderbar schön runtergraben. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Hä, ist da jetzt noch Erde drauf? Eigentlich haben wir da Erde drauf.
komisch. Also wenn man Erde drauf hat, uch, und das Werkzeug dann Entschuldigung, ablegt, dann, ja. Wie war das mit E? Ja. Dann verschwindet die Erde einfach. Interessant. Also wenn man Erde loswerden will, einfach einmal aufschaufeln und dann Werkzeug ablegen. Dann ist die Erde plötzlich auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Na, na, na. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine oder zwei Fuhren. Mal schauen, was die Ausbeute so ist. Und dann gehen wir wieder einkaufen. Und dann gilt meine oberste Priorität. Brauchten wir nicht nochmal einen Ständer? Doch, wir brauchen für hier noch einen Gerätehalter. Und einen Tisch können wir auch mitnehmen. Und ja, und Beton. Für unten. Ja, und Wände und ich nehme ja eben alles mit. Was halt so anfällt, ne? Huch. Ist wie im Baumarkt, wenn man im Baumarkt einkaufen geht. Oh ja, das kann ich gebrauchen. Und ja, das brauche ich doch, glaube ich, auch. Und habe ich davon denn noch genug? Ah, nehmen wir mal mit. Ja, ja, das. Also zumindest ist das bei mir so. Wenn ich im Baumarkt einkaufen gehe, ich fühle mich wie so ein kleines Kind im Spielwarenladen. Oder im Süßigkeitenwarenladen. Warenladen? Süßigkeitenladen? Süßwarenladen, so heißt's. So. Und dann hüpfe ich da tirelierend und hüpfenderweise hüpfe ich durch den Baumarkt und da, oh, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und dann sagt meistens die Frau an der Kasse dann zu mir, ja, sie hätte jetzt gern 450 Euro. Und dann, ja, dann sinkt mein Gesichtsausdruck erstmal sonst wohin. Und ich denke dann, oh, fuck, warum schon wieder so viel? Ah. Aber so ist es halt, wenn man dies und das und jenes und... Ach komm, wenn ich jetzt gleich so. Dann machen wir hier den Spaß hier gleich wieder voll. So. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das hier oben mache. Da sollte ich ja auch ein bisschen ausgraben. Dass wir auch eine gewisse Deckenhöhe haben. So. Alle einmal wieder voll. Wunderbar. Hätte ich jetzt theoretisch auch gleich einen mitnehmen können. Egal. So. Bürste. Oha. Da kommt ein Riesen. Splitter. Oh, was für fette Klumpen. Oh, ja. Ja. Was? Boah. Das ist mal ein Teil. Uiuiui. Haben wir hier schon Gold drin? Nein, haben wir nicht. Junge, Junge. Was für Klumpen. Okay. Also da werde ich nicht fünf Durchgänge in diesen Schmelzbehälter reintun, sondern direkt nach einem Durchgang schmelzen. Weil sonst passt da ja, passt ja alles gar nicht rein hier. Das ist ja unfassbar viel. Das ist ja fantastolösig. Boah, ist das ein Klumpen. Und der ist... Boah. Junge, Junge. Und dieser Rubin. Oder was auch immer. Ne, ein Rubin ist rot. Anthrazit? Was ist das? Ach, Saphir. Anthrazit ist eine Farbe. Oh, ein geschliffener Saphir. Und was für ein Paket. Batz. Sehr schön. So, und hier ein Riesen... Oh, da ist... Eisen. Okay. Eisen, Eisen. Hier. Gut, die Eisenausbeute. Die war jetzt nicht so groß. Wow, dieses Riesenteil. Passt der da überhaupt noch rein? Wir brauchen noch einen größeren. Ja, aber gerade so. Ich brauche noch so einen Zuber. Wie viel haben wir da?
62. Ich gehe noch einen Zuber kaufen. Für... für diese Dinge. Zuber, Zuber. Zack. So. Dankeschön. Ja, lass mal hier rein. So. Wenn wir hier so viele von diesen krassen Teilen hier bekommen. So, das kommt in den Geldbeutel. Ein Geldwäschezuber. Den stelle ich mal hier hin. Kann ich den da reinkippen? Oder... ja, das gibt wahrscheinlich ein Durcheinander. So. Ja, da geht ein bisschen mehr rein. Nein, das war der ganze Eimer. Ich weiß, ich könnte den auskippen, aber das haben wir schon des Öfteren probiert. Und ja, das sieht dann so aus. Obwohl ich hier... okay, ich war nicht ganz im Grün. Aber fast im Grün und trotzdem alles daneben geleert. So, und jetzt kann ich alles wieder vom Boden aufsammeln. Deswegen tue ich es eigentlich immer lieber einzeln da rein. So. Uhaha. Okay. Wunderbar. Wunder. Wunderbar. So, ist hier alles leer? Ja, da ist alles leer. Sehr schön. Gold, 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 Gold. Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Eisen, 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 Eisen. So, und wir holen die nächste Fuhre. Ah, ich kann schon mal Wasser rein. So. Entschuldigung. Mein Frosch wieder mal. Lalala. Ich könnte auch noch mehr Eimer da unten hinstellen. Aber ich glaube, das machen wir dann... Das machen wir dann, wenn wir das Laufband haben. Also das Förderband. Dann werde ich da noch mehr Eimer... ich glaube dann, keine Ahnung, hole ich mir so 500 Eimer oder so. Nee, ich weiß nicht. Aber einige. Seltsame Musik. Okay, das war gerade komisch. Ich habe gerade gedacht, das kommt von da hinten. Aber das war im Lied. Aber trotzdem, ich bin sehr dankbar über die ganze Gratis-Musik auf YouTube. Das sind alles irgendwelche unbekannten Leute, die selber zu Hause an ihrem Synthesizer ein bisschen rumspielen. Oder sogar tatsächlich Gitarre spielen. Ist der leer? Ne, der ist voll. Okay. Selber Gitarre spielen, ihre Gitarrenriffs aufnehmen. Und dann, ja, daraus eben coole Musik machen. Und die halt, ja, nicht unbedingt bei Spotify oder sowas anbieten, sondern nur bei YouTube gratis zur Verfügung stellen. Was ja auch in gewisser Weise... gruselig. In gewisser Weise, ja, praktisch ist für den Produzenten der Musik, da ich zum Beispiel die Musik dann in meinen Videos laufen lasse. Ich bin jetzt zwar ein sehr unbekannter Flegel, also kein Hahn kräht nach mir. Somit wird auch die Musik auf meinem Kanal niemand zu hören kriegen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein, weiß ich nicht, ein Gronkh oder eine Bibi oder ein Crazy Russian Hacker oder weiß der Geier, es gibt so viele YouTuber, die eben deutlich mehr Erfolg haben, die deutlich größer sind. Wenn die natürlich so eine Musik auf ihrem Kanal während einem Let's Play oder so laufen lassen oder in irgendwelche Videos einbinden, dann ist natürlich da sehr viel mehr Publikum, sage ich mal, involviert in die Musik und kann dann auch eventuell namentlich genannt werden. Also es, die Musik ist nicht namensnennungspflichtig. Es gibt Musik, da möchte der Verantwortliche gern, dass irgendwo in den Credits dann eben drin steht. Gut, das ist jetzt von mir, das ist da und da. Blum. Das und das Lied, das hat der und der gemacht.
Das gibt's auch, so eine Musik. Aber da ich vorgefertigte Beschreibungstexte habe, da ich die für fast alle meine Videos muss. Hä? Wo ist das Gold? Hä? Wo ist dieser riesige Goldklumpen, der da gerade noch lag? Was? Hä? Hä? Wo ist der hin? Da war doch gerade... Hä? Bin ich jetzt blöd oder was? Ich hab doch den noch nicht weggetan. Der ist verschwunden. Das war ein riesiger Monsterklumpen. Der ist einfach verschwunden. Mann, was soll die Scheiße? Ich glaube, das funktioniert hier nicht mit der Gießerei hier oben. Ich glaube, wir müssen hier unten gießen. Na, was soll der Scheiß denn? Das ist ja furchtbar. So ein riesiger Klumpen und der verschwindet einfach. Och nö. Das ist ja mal kacke. Ja, da hing ja schon mal, hing einer so komisch dran an so einem Tiegel an der Seite. Nicht, dass das irgendwie buggy war, weil ich da zu nah dran bin. Oh nein, was ein Scheiß. Ey, geh doch gerade hin. Okay, das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Ist das kacke. Einfach verschwunden. Mein riesiger Goldklumpen. Ah! Fuck. Und was für ein Riesenteil das war. Oh Mann. Sowas Blödes. Echte. Hey, ist das Ding falsch rum? Nö, die Bürste hängt einfach nur in die andere Richtung. Ah, toll. Und das ist lang nicht so eine große Ausbeute hier. Ist da einfach mein Goldklumpen verschwunden? Ich hab den doch nicht hier reingelegt, oder? Nein, da liegt nur einer drin. Oh Mann. Das gibt's ja wohl nicht. Naja, egal was jetzt. Keep on going. Das ist aber blöd, dass ich das da nicht auf dem Tisch haben kann. Als würde jemand telefonieren. Oh. Verschwindet der da einfach? Ich meine, ich könnte jetzt hier die Platten rausrupfen. Aber ich glaube nicht, dass die da im Boden in den Platten verschwunden sind. So, jetzt habe ich mal eben richtig geräuspert. Jetzt sollte es besser sein. Oh nö. Haut da einfach mal einen riesen Goldklumpen ab. Da sind die hier eigentlich mickrig dagegen. Eieiei. So. Wir gehen eben schlafen. Zackum. Ratzaratz. Junge, Junge. Haut mir da einfach mal einen riesen Goldklumpen ab.
Naja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, ja. Die Musik ist ziemlich cool. Das ist jetzt hier halt, wie gesagt, Ambient-Musik. Da gibt es natürlich mittlerweile zigtausende Lieder von zigtausend Leuten. Manche schlecht, manche gut, manche perfekt. Also alles querbeet, bunt gemischt. Und man kann es eben halt auch nach Genre filtern oder nach Instrument oder nach Musik oder nach allem Möglichen kann man es filtern. Das ist ziemlich cool gemacht. Das hier stört mich hier ein bisschen. Ja, komm, stellen wir es hier hin. Dann hat die Werkbank wenigstens einen Sinn. Anstatt hier mein Gold zu klauen. Verdammt nochmal. So, dann mache ich jetzt aber noch eine Runde. Da mein riesen, fetter Monster-Goldklumpen jetzt weg ist. Sowas Blödes aber auch. Naja. Huch. Einmal verloren. Naja, und wie gesagt, manche wollen halt gern Namensnennung. Das ist auch völlig richtig so, würde ich auch wollen, wenn ich sowas machen würde. Aber wie gesagt, da ich vorgefertigte Beschreibungstexte habe, wo ich nur noch ein paar Sachen ändere, das könnte ich natürlich jedes Mal dazu schreiben, aber ich weiß dann auch nicht mehr genau, welches Lied da jetzt lief und deswegen nehme ich die. Halt so gehen. Aber mich kennt sowieso keine Sau und mir meine Videos guckt ja eh so gut wie niemand. Bis auf dich natürlich. Das freut mich, dass du meine Videos immer schön guckst. Und dann ist diese Musik quasi jetzt nur für dich. Hm? Ist das nicht toll? Nur für dich, ganz allein. Wie du da gerade sitzt. Und diesem 35-jährigen alten Sack beim Spielen zuguckst. Aber wenigstens kann ich spielen, ne? Gibt auch genug Leute, YouTuber, die nicht spielen können. Und wenn man denen zuschaut, kriegt man Krätze. Aber irgendwie sind sie halt dann doch cool und man schaut es halt trotzdem an. Aber denkt sich dann, Facepalm, was machst du schon wieder? Das ist hier. Nein. Nicht dahin gehen. Oh nein. Gut, solche Momente habe ich leider auch. Aber ich glaube... Was ist das? Aber ich glaube nicht so viele. Also ich bin ziemlich von mir überzeugt. Beziehungsweise von meiner Spielweise. Dass meine Spielweise ganz annehmbar ist. So. Dann wollen wir jetzt mal bürsten. Ja, das sieht schon. Ja, sieht schon besser aus. Schade, der war leer. Ja, doch, das sieht. Oh, achso, die sind da noch drin. Ich dachte gerade, wo sind meine. Ja, das ging zwar jetzt irgendwie daneben, hat aber trotzdem funktioniert. So, ich nehme das gleich weg, bevor es wieder verschwindet. Nicht markiert. Jetzt wird es markiert. So. Oder habe ich den da reingeschmissen und der ist in dem anderen drin? Nein. Das wäre mir doch aufgefallen, oder? Okay, jetzt zweifle ich gerade an mir selber, ob ich den anderen da weggenommen und da reingeschmissen habe und der ist nur einfach genau in dem hier drin. Oder das ist genau der? Ja. Ich weiß nicht. Egal. Jetzt ist es so. Huch. Nein, nicht doch den... Na. Das will ich haben. So, komm her. Und dann das hier. So. Ja, treffen sollte man auch.
das regt mich auf, dass das hier mit dem Tisch nicht so funktioniert, wie ich das haben will. Denn das ist schon irgendwie buggy, wenn man dann da so mit diesem Tiegel quasi schon halb in der Form drin ist. Da kann ich mir durchaus... Und einmal ist es ja schon so gewesen, dass tatsächlich so ein Goldklumpen an dem Tiegel hängen blieb. Und ob ich den jetzt schon weggetan habe oder ob der verschwunden ist, das wisst ihr. Ihr könnt zurückspulen, ich kann nicht zurückspulen. Also jetzt nicht. Ich müsste dann zurückspulen, wenn ich es mir nochmal anschaue. Wenn ich dran denke, dann werde ich das tun. Schauen, ob der tatsächlich verschwunden ist oder ob ich den da drin habe. Naja. So. Dann haben wir Eisen. Eisen. Noch mehr Eisen. Lalala. Vielleicht kann ich ja noch irgendwie an den Tisch eine Treppe bauen oder so. Aber das sieht dann auch komisch aus. Wenn ich da hier mit einer Leiter, mit so einer Treppe da auf den Tisch stehe und dann hier gieß. Kleiner machen kann ich den Tisch nicht, oder? Wo ist denn mein Hammer? Habe ich hier? Hier habe ich einen Hammer. Das probiere ich mal. Die Laterne, na, die lasse ich mal. Vielleicht geht's auch so. Ja. Nee. In die Luft würde gehen, aber tiefer in den Boden geht leider nicht. Und mir da tatsächlich irgendwie eine Rampe hinbauen will ich nicht. Oh. Und so geht nicht, ne? Nee. Naja, gut. Schade eigentlich. War eine coole Idee mit den Dingern hier drauf. Auf Arbeitshöhe. Ja, Moment. Halt. Vielleicht geht das... Ah, das geht da drauf. Das ist gut. Ist noch falsch rum. Dann können wir nämlich hier... Ach, die gehen immer in Reihe, okay. Ja, ich weiß nicht. Zufrieden bin ich damit noch nicht. Naja. So, wie sieht's? Die Sachen sind flüssig. So, Barren wird gleich aufgeräumt. Okay. Oder stelle ich die dann dahin? Uah, das lassen wir lieber. Die spielen dann Christmas Songs. Mit Glocken. So, gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt erstmal eine kleine Folgenpause und sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Hydroneer. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.